Achso, Antenne. Kein Empfang. Das Ding ist Schrott. Naja, dann. Zack. Zum Glück verkaufte der Betreiber vom Heliport auch Autos. Den Hubschrauber hätte uns Indes sofort abgeschossen. So, was haben wir hier? Ein Tacker. Nehmen wir auch mit. Erstmal alles mitnehmen, was wir kriegen können. Wir sind hier mitten im Urwald. Da kann nichts überflüssig sein. Was ist das? Ein Possum? Ekelhaft. Ein Boot, ein Telefon. Okay, dann reden wir mal mit Simon zuerst. Morgen. Morgen. Sie gehören zu den anderen, richtig? Wen meinen Sie? Na, das neue Technikerteam fürs Kraftwerk. So eine schmale Frau mit Dutten, hysterischer Riese und ein Kerl, der aussieht wie Sie, nur mit Körperhaltung. Ach so. Ja, die gehören zu mir. Dachte ich's mir doch. Wie kann ich helfen? Wie kommt man am besten zum Kraftwerk? Ach, das geht schnell. Nur 2 Meilen den Fluss runter. Wenn ich Miss Buendia am Kraftwerk Bescheid gebe, dann schickt sie sofort ein Boot. Sie brauchen mir nur zu sagen, wie Sie heißen und ich melde Sie an. Danke, sehr nett, aber wir kommen schon allein zurecht. Sie wissen schon, dass der Fluss der einzige Zugang ist. Der Landweg ist elektrisch verzäunt und die Sicherheitsleute schießen auf alles, was sich bewegt. Indes wird Ihnen gerne ein Boot herschicken, wenn er erfährt, dass Sie da sind. Da bin ich mir sicher. Aber erstmal, nein, danke. Ja, genau. Wir tun einfach mal unschuldig. Gibt es kein Boot, das bereits angelegt hat? Nur das Patrouillenboot von Jorge und Benicio. Die beiden warten schon den ganzen Tag auf einen Mechaniker, der den Kutter repariert. Miss Buendia weiß Bescheid, aber keiner kommt. Was ihnen aber egal sein kann. Das Boot dürfen sowieso nur Sicherheitskräfte benutzen. Okay, was macht eine Bar mitten im Dschungel? Eigentlich eine gute Frage. Die Bar ist Teil des Flusshafens. Abends kommen die Arbeiter vom Kraftwerk herüber und feiern hier. Das Kraftwerk hebt die Lebensqualität des Landes und ich die des Kraftwerks. Ich bin ein wichtiger Mann. Ich würde eher sagen, das Kraftwerk verpestet den Planeten und Sie die Lebern der Arbeiter. Es ist genug Gift für alle da. Oh ja. Ist die Bar auch Eigentum von Indes Industries? Das ganze Tal gehört Indes. Auf dem Weg hierher müssen Sie doch einen der Kontrollpunkte passiert haben. Kontrollpunkte? Mit Passkontrolle und Sicherheitscheck? Ja, klar. Das volle Programm. Sie müssten schon wie ein Wahnsinniger durch das verminte Unterholz brettern, wenn Sie die Personenkontrolle umgehen wollen. Wie ein Wahnsinniger also? Die Nuss! Die Nuss! Ja. Bringen Sie mir einen Kaffee, bitte. Sorry. Ist aus. Und die neue Lieferung kommt erst heute Nachmittag. Kein Kaffee? In Südamerika? Ein Paradoxon. Kein Kaffee? In Südamerika? Wir müssen falsch abgebogen sein. Nein, Sie sind richtig abgebogen, nur zur falschen Zeit. Bis gestern wurde meine Bar 24/7 von Arbeitern aus dem Kraftwerk belagert. Ein Gremium in Norwegen hat gedroht, alle mit einem Schlag arbeitslos zu machen. Hat irgendetwas mit Algen zu tun, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es kein Bier mehr, keinen Schnaps und der Kaffee ist auch aus. Hat sich die Stimmung inzwischen gebessert? Yep. Scheinbar sind die Algen mitsamt ihrem Erfinder in die Luft geflogen. Das Gremium hat seine Drohung zurückgezogen, die Arbeiter sind wieder glücklich, die Arbeitsplätze gesichert. Der einzige Leidtragende sind jetzt Sie, aber wie gesagt, spätestens heute Abend kriegen Sie Ihren Kaffee. Heute Abend? Was will ich denn heute Abend mit Kaffee? Ich brauche nichts weiter, danke. Okay. Abends trinkt doch keine Sau Kaffee. Telefon. Bent nach Hause telefonieren. Ey! Das ist nicht umsonst. Wie viel wollen Sie denn? Zeigen Sie mir, wie viel Sie haben und wir sehen weiter. Ich habe eine gebrochene Antenne. Das bringt uns garantiert nicht mehr zum Kraftwerk. Ja, mal schauen. So, wo geht's denn jetzt hier? Ah. Psst. Moment. Ich und Duwe, wir haben einen Plan. Der wäre? Wir saufen den Wachmann unter den Tisch und klauen dann seine Sachen. Gentlemen, nächste Runde. Freiwillige vor. Ich bin dran. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Also gut. Welche Farbe? Pik. Richtig. Endlich! Trinken! Ich würde ja gerne, aber ich fürchte, das Bier ist alle. Oh! Brillanter Plan. Wenn wir doch nur neues Bier hätten. Oh, wie geil.
Als er dich gerade verklickt, du war ansprechen. Guck mal, Bent, ich hab mich betrunken. Wir sind mitten im brasilianischen Dschungel vor dem Indes-Kraftwerk und dein Sohn betrinkt sich mit den Wachen. Toll, was? Nein, das ist ganz und gar nicht toll. Ich bin aber, nicht hier, um dich anzumotzen. Sondern? Ich wollte mich entschuldigen. Dove, es tut mir leid. Ich war kein sehr guter Vater. Und ich habe Riesenmist gebaut. Naja. Dann trink mal ruhig weiter. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Bent, lass uns erst die Welt retten und dann unsere Beziehung in Ordnung bringen. Ich habe den Kleinkram gerne vom Tisch, bevor es ans Eingemachte geht. Ja, auf jeden Fall. Pass auf dich auf, Duwe. Du auch. Und trink nicht so viel, hörst du? Oh, jetzt hast du den schönen Abschied kaputt gemacht. Ich sag ja nur. Uiuiui, das wird er morgen bereuen. Hoffentlich. So, ihr spielt ein Trinkspiel? Klang fast so, ja? Ihr spielt ein Trinkspiel? Ja. Yep. Willst du mitmachen? Ich will, dass ihr nüchtern werdet und helft. Wir helfen doch, wir helfen. Guck, Benicio zieht eine Karte und wir erraten die Farbe. Haben wir recht, trinkt er. Und hat er genug getrunken, klauen wir seine Sachen. Ganz einfach. Und, wie läuft's? Wie läuft der Plan? Wir haben kein Bier mehr. Aber wie steht's? Fischers Fritze fischt frische Fische. Frisches Fisch, frische Fisch. Bring uns mehr Bier und wir machen ihn fertig. Die machen sich selbst fertig. In dem Zustand kommt ihr nicht weit. In dem Zustand kommst du nicht weit. Wieso? Wohin will ich denn? Du wolltest mit zum Kraftwerk und eine Reportage über uns schreiben. Ach, erzählt mir doch einfach, was passiert ist. Wenn wir dann noch leben. Ich weiß schon, warum ich mich betrinke. Sind alle deine Reportagen aus zweiter Hand? Nicht alle. Vieles kommt direkt von mir. Du denkst dir deine Storys aus. Wieso überrascht mich das nicht? Hey, ich kann die Wahrheit nicht verkaufen, wenn die Verpackung nicht stimmt. Da wird schon mal aus einer ollen Oma eine heiße Blondine oder aus einem Mönch ein Mörder. Und aus zwei besoffenen Taugenichtsen? Clever und smart. Kannst du mir Geld leihen? Hast man Euro? Kannst du mir Geld leihen? Wieso ausgerechnet ich? Weil du am Heliport als einziger gewechselt hast. Ah, Mist, erwischt. Hier, nimm. Aber sparsam damit umgehen, ja? Vielen Dank. Danke. Ich tue mir das nicht länger an. Oh, hier ist viel Zeug. So, können wir mit dem Wachmann nochmal sprechen? Mal gucken, was der zu sagen hat. Ein Hoch auf Ben Svensson. Ein Hoch auf mich. Wer ist Ben Svensson? Ein durchgeknallter Wissenschaftler und Ökoterrorist. Hätte mich fast arbeitslos gemacht. Der Spinner. Vier teilen und aufhängen, das ist meine Meinung. Nicht nur deine, Lars. Nicht nur deine. Was kann ich für Sie tun, Fremder? Erzählen Sie mir von diesem Svensson. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Zerzaustes, graues Haar, Schnauzbart. Läuft ständig im Laborkittel rum. Redet wirr. Eigentlich eine ziemliche Witzfigur. Was macht ihn dann so gefährlich? Stellte sich heraus, dass er Frankenstein mit Sumpfgras spielt. Wollte damit den Energiemarkt übernehmen und Indes aus dem Geschäft kicken. Fieser Typ. Er hat auch einen Sohn. Duwe. Der ist mal richtig gefährlich. Duwe. Nie gehört. Vielleicht ist Ben Svensson ja gar nicht so schlimm. Ja, vielleicht ist er ja ganz nett. Vielleicht ist Ben Svensson gar nicht so schlimm. Lassen Sie sich von seinem Äußeren bloß nicht täuschen. Er ist ein Energieimperialist der allermiesesten Sorte. Vielleicht ist seine Energie ja besser für die Welt als die von Indes Industries. Reine Imperialistenpropaganda. Ich sage Ihnen, diese selbsternannten Weltverbesserer wollen uns nur den Markt kaputt machen. Wenn es nach denen ginge, gäbe es auch keine Privatmilizen mehr. Und dann wäre ich wirklich arbeitslos. Jetzt malen wir den Teufel mal nicht an die Wand. Richtig. Ben Svensson ist tot. Das Thema ist gegessen. Ja, er wirkt noch erstaunlich nüchtern. Bestimmt hat er die ganze Zeit gewonnen. Sie wirken nicht so betrunken wie die anderen. Glück.
Reines Glück. Die anderen müssen raten, welche Farbe ich hochhalte. Bisher lagen sie aber nur in einem von 4 Fällen richtig. Klarer Fall. Fortuna ist auf meiner Seite. Und sie hat Statistik studiert. Offensichtlich. Sie spielen ja gar nicht. Nein. Ich sehe mir nur meine Karten an. Das Bier ist aus. Und ohne Bier spielen wir nicht. Gut so. Ihr habt schon genug getrunken. Die schon. Aber ich nicht. Wir kriegen dich noch. Wart's nur ab. Wie denn ohne Bier? Arbeiten Sie für das Kraftwerk? Hier arbeiten alle für das Kraftwerk. Ich hatte Nachtschicht am Osttor und will endlich zurück zu den Baracken und schlafen. Aber? Aber unser Boot ist komplett zusammengebrochen. Und der Mechaniker kommt und kommt nicht. Wäre ja alles nicht schlimm, wenn meine Freizeit dabei nicht flöten ginge. Ja, zufällig sind wir Mechaniker. Ich bin Mechaniker. Sie sind kein Mechaniker. Sie sind Wissenschaftler. Mechaniker tragen entweder einen öligen Overall oder werfen mit Rohrzangen um sich. Sie haben ja Vorstellungen. Sie haben mich doch auch sofort als brutalen Elitesoldaten erkannt. Es ist die richtige Ausrüstung, die zählt. Ist der Fluss der einzige Zugang zum Kraftwerk? Es gibt noch einen Heliport. Aber der ist nur für Geschäftspartner und Indes selbst. Und der Landweg? Ist vermint. Vermint? Wer Erfolg hat, hat auch Feinde. Und wer dann obendrein noch schlau ist, engagiert Sicherheitsexperten wie mich. Indes hat eine Privatarmee? Ja, die beste der besten. Und auch die teuerste. Ich hoffe, es bleibt noch genug Geld für die Reaktorsicherheit. Warum? Wir sind die Reaktorsicherheit. Wir sorgen dafür, dass kein Öko-Fundamentalist ins Kraftwerk kommt und Mist baut. Ökologie ist also schlimmer als Radioaktivität? Sie klingen jetzt wie einer von denen. Immer alles ausdiskutieren wollen. Ich mache doch nur meinen Job. Gut. Viel Vergnügen noch. Werden wir haben. Genug gelabert. Okay, wir brauchen also Ausrüstung. Wie das Blechschild. Aha. Dahinter war ein Loch. Oh. Ich kann bis zur anderen Seite hindurchsehen. Und? Ich kann bis zur... Ein lila Herz. 2 Herzen Seite an Seite. Meta hätte das sicher gefallen. Kolonialistischer Dschungelkitsch. Ein Kreuz. Komisch. Komisch. Von außen sah das gar nicht aus wie eine Kirche. Und ein Spiegel. Durch das Licht habe ich einen übertriebenen Glanz in den Augen. Ja, übertrieben. Sagen wir übertrieben. So, okay. Mit dem Geld können wir ja erstmal telefonieren. Bezahlung bitte im Voraus. So. Da, bitteschön. Reicht das für ein Telefonat? Klar. Das reicht sogar für mehrere. Die Rechnung zahlt ohnehin Emilio Indes. Wofür war dann das Geld? Bearbeitungsgebühr. Ja. Wollten Sie nicht jemanden anrufen? Ich habe vergessen, wen. Kann ich mein Geld wieder haben? Es wird Ihnen schon wieder einfallen. Na gut, okay. Haben wir sonst noch irgendwas? Nö. Kommen wir hier rein? Nach da hinten. So. Was haben wir denn hier? Ach, das muss das Boot der beiden... Oh. Der sieht ja freundlich aus. Entschuldigen Sie, ist das Ihr Boot? Das geht Sie nichts an. Darf ich Ihnen trotzdem eine Frage stellen? Nein. Verschwinden Sie. Mr. Sensibel. Okay, offensichtlich ist das Boot der beiden Wachen. Damit kann ich arbeiten. Eine Plane. Weg damit. Haben wir das jetzt im Inventar? Ja. Gut. Bier. Hey, Bier. Trinken. Zum Glück hat jemand mitgedacht und es kühl gelagert. Wenn wir in einer Woche noch leben, dann schmeiß ich erstmal eine Runde. Aber garantiert nicht mit diesem halbgaren Gesöff. Okay. Wollen noch mehr mitnehmen? Nein, danke. Ich habe schon mehr als genug Flaschen mitgenommen. Okay. Was haben wir noch? Ein Stecker. Wofür das Kabel wohl ist? Sieht mir fast nach Rätsel aus.